Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Sims Mittelalter. Wie ihr sehr gut sehen könnt, habe ich keinen einzigen Spielstand. Das rührt daher, dass ich ein Update gemacht habe und seither meine derzeitigen Spiele gehangen haben. Also irgendwie Update und bestehender Spielstand, das hat sich nicht ganz gut vertragen. Deswegen werde ich einfach das Let's Play wiederholen, wenn man es so nimmt. Also werde ich den ersten Quest wieder aufnehmen und hochladen. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich muss das einfach löschen. Ich konnte gar nicht weiterspielen mit meinem Spielstand. Und damit ihr gleich up to date seid und die Änderungen, die ich vielleicht gemacht habe, seht. Ja, zum Beispiel, ich werde mein Königreich anders benennen. Ich nenne es nämlich Caelum Kingdom. Caelum ist lateinisch für Himmel und Kingdom englisch für Königreich. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht bei Falkenheim weiterspielen kann, aber ich muss das einfach löschen. Ich konnte gar nicht weiterspielen, technischer Defekt. Egal, also wir werden einen Monarchen erstellen. Und dadurch, dass ihr das schon im ersten Part gesehen habt, werde ich es schneiden. Also, bis gleich. Gut, willkommen zurück. Also, mein Monarch heißt Leonard Van Caelum. So ist seine Stimme. Yep. Das kennt ich noch. Er ist redegewandt, robust und überheblich. Perfekt. Bliblablu. Also ich werde das jetzt ein bisschen schneller abwickeln, weil den ersten Schritt, das habt ihr eh schon alles gesehen. Also da werde ich nicht großartig nochmal alles erklären. Boah, das nervt mich so sehr, dass ich 100.000 Jahre lang warten muss, bis ich... Ja, jetzt geht's wenigstens. Also wie schon gesagt, ich werde nicht nochmal alle Status erklären, also den Status erklären, was man tut und so. Das kennt ihr eh vom ersten Part. Also ihr müsst euch das Video gar nicht anschauen, sage ich offen und ehrlich. Ich habe das halt, ich lade es halt nochmal hoch, weil mein Spielstand leider gelöscht werden musste. Ist so, leider. Ach, du bist eh so schön. Gut, jetzt muss ich mit dem Typen reden. Über Schloss unterhalten. Jetzt muss ich zum Wald gehen. Ja. Ärgerlich. Einfach nur ärgerlich, dass ich das löschen musste, aber... wurscht. Ich werde das jetzt noch schnell über die Reihe bringen und dann im nächsten Part, also im nächsten Quest, das gescheit. Gescheit machen, also bessere Kommentare und so abgeben. So, jetzt kommt gleich ein Räuber. Ist er männlich oder weiblich? Männlich oder weiblich? Jetzt bin ich gespannt. Es ist eine Frau! Oh mein Gott. Ich glaube, letztes Mal war es ein Mann, aber ich bin mir gar nicht sicher. Das ist schon so lange her. Ah, bleib stehen, du depperte Blunzen. Zum Duell herausfordern. Gut, und jetzt gehe ich in den Wald, um Holz zu sammeln. Danach geht's weiter zum Friedhof. Im Wald erwarteten einen immer Abenteuer. Das Holz war gesammelt und das Königreich würde schon bald davon reich werden. Warum muss das eigentlich der Monarch erledigen? Ich meine, hallo, ich habe doch Sklaven, ich habe doch Diener, ich habe doch... Moment, die muss ich wieder ausrüsten. Na egal. Jetzt werde ich mit dem Henker reden müssen oder was du auch immer sein magst. Was bist du überhaupt? Friedhofsgräber. Norris? Noreus, Noriso. Ich hab schon gedacht. Wäre doch lustig, wenn mein Friedhofswärter Chuck Norris wäre. Das wäre doch geil. Naja, man kann nicht alles haben. Ich glaube, danach muss ich ins Schloss zurück.
Stimmt das? Nein, ich muss zum Dorf. Ja. Wusste ich doch. Dort kaufe ich mal wieder ein paar Hühnchen. Sicherheit ist mir wichtig. Wie heißt du? Antonin Scheinbar. Ja, so will ich auch heißen. Sicherheit prüfen, danach muss ich halt... Wo geht's denn hin? Stadtplatz. Ich wusste es. Jetzt muss ich den an den Pranger stellen. Na, vielleicht schaffe ich das sogar in einem Part. Abzwickeln. Schauen wir mal, Richtstätte. Ah, das ist die Grumbestie, sehr gut. Hab's das auch wieder gesehen? Ach komm, stell's ihn schneller hin, ich hab Hunger. Also, ich mein, Sims hat Hunger, aber egal. Boah, jetzt ist er groß. Kann ich eigentlich schon... Ach komm. Ich will es in dem Part noch erledigen. Ein Ei werfen. Gut, und jetzt muss ich... Wie ist eigentlich das depperte Ei? Mein Herr, ich bin sehr dankbar, was Sie für mich getan haben. Kein Problem. So. Ich mache das so, wenn ich zu Hause angekommen bin, also hier, gehe ich schlafen, essen. Leute, ich schneide das jetzt und ihr seht mich gleich wieder, wenn ich ausgeschlafen und gesättigt bin. Also, bis gleich. Sehr gut, ich bin wieder zurück, voll ausgeruht und gesättigt. Also ich werde mich wieder mit der Kauffrau kurz schließen. Wieder da. Spielsüchtige. Tratschen. Und du musst gleich eine begeisterte Rede halten. Ich glaube, das ist nur da, damit wir die sozialen Interrogationen ein bisschen kennenlernen. Gut. Dann gebe ich dem die Ressourcen. Wo ist der Typ? Ah, da. Gebe ich dem die Ressourcen. Da muss ich noch was im Gestaltungsmodus kaufen. Oder nicht? Ah nein, ich muss noch die Aufgaben erledigen. Ja. Dann tue ich schnell die 3-Bit-Gesuche. Ich glaube, das... Na, schneide ich das? Das schneide ich nicht. Nein, das schaut sich schön an. Ah, sehr gut. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade nichts gesagt habe, ich habe mir das durchgelesen. Ganz fasziniert. Hi, Howard. Ich bin diese Woche ein bisschen knapp dran mit meinen Simleons. Wird gern 20 da? Klar, wurscht. Wir sind ja so nett, warum nicht? Ein guter König. Oder ein Naiver. Das Schwein meines Nachbarn ist in meinen Garten eingebrochen und hat Kohl gefressen. Katastrophe, ich verlange Entschädigung. Gib bitte 3 Simleons. Hauptsache ich bin beliebt. Ich meine, dabei habe ich 23 Simleons vergeudet und ich habe 937, also das ist mir scheißegal. Kommt, eine noch! Ach, das gibt's nicht. Ach, kommt! Ah... Haha! Hoheit, Arbeitsbedingungen kläglich.
Ja, klingt gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, jetzt muss ich noch in den Wald gehen und einen Bären jagen. In den Wald gehen und einen Bären jagen. Gut. Nachdem ich das erledigt habe, habe ich meine täglichen Aufgaben erledigt. Wie ihr sehen könnt, ich kriege Erfahrungspunkte. Ja, das habe ich auch erledigt. Sehr gut. Jetzt werde ich meinen königlichen Berater einstellen. Aber bevor ich das mache, werde ich mir noch schnell was kochen. Kochen. Bärensuppe. Yum, yum, yum. Das schneide ich nicht, das dauert nicht lang. Ich meine, das Schlafen dauert lang. Das mag ich überhaupt nicht. Was? Jetzt muss ich euch schon wieder aufgaben? Was soll der Scheiß? Ja, da gibt es einen kleinen Trick bei mir dick erlassen. Ich tue die Unterstützung überprüfen. Eine Bank hat zwei positive, dann werde ich einfach dafür stimmen. Ja, abstimmen, juhu. Freut mich. Aber es ist jetzt beides so erledigt. Hupsi. Statt dem Anstellungsschreiben habe ich, glaube ich, den Friedensvertrag geschrieben. Hupsi. Kann schon mal passieren. Ja, ich habe wieder einen Mann. Das ist sehr gut. Irgendwie mag ich Männer, die mehr als Berater. Ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich... Okay, sexistisch will ich nicht sagen, aber ich mag das halt mit einem Mann mehr, weil die Frau ist mir auf die Nerven gegangen, die ist blöd. Ja, habe ich jetzt nichts zu tun? Hallo, ich brauche eine Aufgabe, sonst habe ich keinen Sinn im Leben. Hilfe! Ah ja, was im Gestaltungsmodus kaufen? Was kaufe ich mir? Schauen wir mal. Sind wir so kreativ? Na, ich will mir kein Bett kaufen, das ist so Geldverschwendung, ist mir aufgefallen. Ah, das da. Das will ich verkaufen. Weil mich das unmenschlich stört. Das ist ja schlimm. Wie viel Geld habe ich? Ah ja, da. Na, ich kaufe mir wieder das Bett. Das ist mir... Ja. Ich weiß, dass das nicht gerade kreativ ist, aber... So. Passt. Jetzt bin ich zwar bettelarm, aber... Ich schlafe in einem schönen Bett. Das ist wichtig. Den Thron soll eröffnet erklären. Politische Situationen betrachten. Ja, daneben ist Nachlässigen und Werkslohn. Jetzt rede ich noch mit dem und dann bin ich mit Quest fertig. Ja! Fertig! Was wirst du bauen, Hoheit? Fertig! Gut, somit ist der erste Quest wieder beendet und danke fürs Zuschauen. Und dann geht's gleich weiter mit dem zweiten Quest. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!